Jetzt muss ich wieder weglaufen. Wegen dem Leben. Komm her. Ja! Da habe ich den. Und hallo Freunde. Und hier sind wir zu einer neuen Runde Minecraft. Ja, Minecraft, Mine War. Und ich habe lange nicht mehr aufgenommen, weil ich nämlich da mal kurz krank wurde, mir es nicht so gut ging. Und jetzt aber, ja, hatte ich mal wieder Bock, weil jetzt auch, glaube ich, heute sogar neue Maps rauskamen. Und ich hatte da mal Bock aufzunehmen. Und da schaue ich mal, wie ich mich jetzt hier so mache. Ich bin Team Blau. Und das ist, glaube ich, die Map, ich habe den Namen vergessen, aber... Ja, Hourglass heißt sie. Nur, dass ich jetzt so stehen geblieben bin, das war sehr klug. Ich schau mal, wie ich das jetzt mache hier. Weil wir jetzt nämlich hier von Gelb, von Rot verfolgt werden, aber vor allen Dingen von Gelb. Und wir sind das Team noch mit den meisten Leben, was super ist. Nein, bitte nicht da unten. Jetzt werde ich hier gleich... So, komm her. Naja, hier haben schon welche eine Dreier-Killstreak. Was nicht so toll ist, weil das sieht man am Eisenschwert. Also sammle ich jetzt erstmal noch ein paar Pfeile und gehe jetzt etwas defensiver vor. Ja, Rechtsklick. Ich mache immer... Jetzt kommt hier Rot von der einen Seite. Verdammt. Okay. Und da muss ich mal gucken, wie ich jetzt hier mit dem Roten da umgehe. Yo, perfekt. Da habe ich den. Jetzt kommen hier alle. Nein, jetzt hat mich der Rote bekommen. Und beide hatten richtig wenig Leben. So, komm. Den hole ich mir jetzt. Bin hier noch Pfeile? Hoffe ich mal. Nee, leider nicht. Ach Mann, schade. Ach, habe ich nicht getroffen, aber trotz allem, wir sind noch relativ gut dabei. Wir haben zwar jetzt nicht so viel Leben Abstand zu den anderen, aber haben relativ viele Leben noch. Nur jetzt ist das Problem, jetzt kommen alle Teams, habe ich das Gefühl, zu uns. Und der Blaue, der ist mir da etwas zu gefährlich am Team. Also ich sage jetzt einfach mal etwas defensiver oder mal weiterschauen. So, der ist jetzt hier in der Mitte. Zaubert seine Sachen. Ich überlege, wie ich das jetzt mache. Weil nämlich hier drüben sind ja auch noch welche. Und das ist Gelb, okay. Klaue ich von dem mal ein paar Kisten. Und ich überlege, ob ich in die Mitte laufen soll. Nur das würde sich, glaube ich, jetzt gerade erstmal nicht lohnen, weil dieser eine Gelbe da drin, also hier in der Mitte, ist. Und wir hier, glaube ich, dann einfach nur eher Leben verlieren, anstatt dazu gewinnen. Gelb ist jetzt das stärkste Team neben uns. Da würde ich jetzt... Nur leider habe ich das Gefühl, haben die sehr guten Bogen. Oder Rot rückt uns wieder auf die Pelle. Und wir sind jetzt einfach nur zu zweit. Was geht denn hier ab? Alter! Das sage ich nur einfach mal, dass wir jetzt gleich so oder so getargetet werden. Ich hoffe nur, dass ich jetzt wenigstens nicht gleich abgesniped werde. Ja, perfekt. Jetzt kommt es einfach nur um das Teamüberleben an. Wir haben zwar schon eine Menge Leben, aber es nützt uns nichts ohne Team. So, das wollt ihr eingeben. So, dann kaufe ich mir erstmal goldene Äpfel. Und Rot, du holst uns jetzt nicht. Aber wenn wir jetzt hier noch ein Team rausreißen, Alter, wie mies wäre das denn? Boah. Nein, bitte nicht in die Mitte, mein Freund.
Ich gebe dir Feuerschutz. Hau ab. Und pass auf dich auf, denn ich möchte nicht, dass mein Teamkollege stirbt. Ja. Dann passe ich mal auf Rot auf, wenn es darum geht. Leider kommen die hier von gerade allen Seiten, habe ich das Gefühl. Also auch von der Mitte sind die sehr aktiv. Nein, ist man ja jetzt gestorben? Och nee. Bitte stirb nicht. Stirb nicht. Okay, gut, der läuft jetzt hoch. Alter. Aber wir brauchen jetzt jeden einzelnen, ja, Lebenspunkt. Und ich brauche wieder Pfeile. Ach du Schande. Und das kostet jetzt auch wiederum Zeit. Ich bin jetzt etwas angespannt, weil nämlich wir hier nur noch zu zweit sind und dafür die meisten Leben haben. Zwar sind wir jetzt nicht so offensiv, aber müssen hier schon gut was tun. Dann stirb nicht, stirb nicht, stirb nicht, stirb nicht, bitte. Lauf hoch, lauf hoch. Nein, der hat einen Flammenbogen. Ach du Schande. Der hat einen roten Flammenbogen. Pass auf, der hat einen Flammenbogen. Würde ich mich jetzt mit dem Teampartner unterhalten können, das wäre geil. Okay, gut, Rot hat noch wenig Leben, was auch zum Teil etwas super ist. Gelb ist leider auch sehr defensiv. Und die sind leider auch sehr hinter uns her. Also hoffe ich mal, dass jetzt auch langsam wieder was wird. Alter, nee. Jetzt kommt Gelb, mein Freund. Und zwar jetzt nicht mit schwachem Equipment. Weiß ich nicht. Ist das verzaubert? Ja, komm her. Jetzt gleich Bow-Spamming. Ah, das hat jetzt den aufwendig gebracht. So, komm her. Die sind jetzt einfach nur nach vorne gerannt, haben uns kurz geschwächt und das war's. Und wir wiederum brauchen jetzt wieder Pfeile. Alter, aber diese Runde wird ohne Cut durchgemacht, weil das ist die erste Runde, wo ich richtig lange drin bin. Auch verdammt lange, kann man so sagen, hier jetzt gerade am Überleben bin. Mit hier nur einem anderen. Yo! Nein! Nein, bitte! Nicht sterben! Wir brauchen die Leben! Wir brauchen die Leben! Gut, hol dir jetzt erstmal hier deine schönen Sachen. Oh, ich hab mir jetzt nochmal schnell Pfeile. Wenn, da kann ich dem ja welche abgeben. Alter. Wir müssen doch mal langsam ein Team raushauen. Bitte lauf nicht ohne mich weg. Ich brauch dich und bin auf dich angewiesen. Jetzt hoffe ich mal, bin ich nicht zu nah am Mikrofon. Ich setze mich mal kurz etwas weiter. Weil ich richtig angespannt bin. Mal gucken. Holt sich jetzt hier gerade welche? Ich bin jetzt auch noch hier gleichzeitig am Basis, kann man sagen, verteidigen. Denn die können zwar nicht spawn-trappen, aber die können davor einfach campen und dann einfach mit den Pfeilen reindonnern. Rot hat keine Leben mehr. Perfekt. Das ist einfach perfekt. Aber jetzt nicht übermütig werden, mein Freund. Nicht übermütig werden. Weil das sind einfach viel zu viele. Auch wenn wir jetzt zwei immer kriegen. Grün hat jetzt wiederum auch drei verbleibende Spieler. Wir haben auch noch so viel Leben. Okay, gut. Ich laufe jetzt etwas weiter weg. Lock ihn zu uns. Ne, das schaffe ich nicht gegen den. Hat einfach viel zu gutes Schwert. Eine gute Range. Nur leider weiß ich nicht, wo mein Kumpel ist. Das ist das Problem. Jetzt muss ich wieder weglaufen. Wegen den Leben. Komm her. Ja! Da habe ich den.
Da habe ich den mir mit Schärfe 1. Einfach nur geil. Alter. Jetzt erstmal die Goldapfel essen. Das habe ich mir auf jeden Fall verdient. Jetzt habe ich auch wieder die 2 Goldäpfel. Perfekt. Einfach nur super. Ich will jetzt auch nicht in die Mitte laufen, wegen dem geilen Schwert. Gap hat zwar wenig Leben. Wir werden gerade die ganze Zeit von Rot bombardiert, habe ich das Gefühl. Und ich weiß jetzt nicht von wem, weil nämlich er ist relativ low, habe ich das Gefühl. Nein, warum läuft er in die Mitte? Habe ich immer wieder etwas Angst. Komm, ich balle da mal noch ein Level drauf. Jetzt wieder einfach zurück. Die Verzauberung kann ich später nochmal nachschauen. Was habe ich denn? Und Rückstoß. Naja. Ah, trotz allem wenigstens irgendwas. Ah, jetzt auch ein Verteidigungsschwert. Hm. Jetzt nochmal. Team Gelb. Ja, Team Gelb hat noch das meiste, also die meisten Leben. Jetzt hoffe ich mal, er tötet sich jetzt nicht selber, denn ich glaube, er hat die Granaten. Die bekriegen sich gerade währenddessen. Da gehe ich mal auf ihn. Er hat Flamme drauf, geil. Dann sind wir schon mal gut ausgerüstet. Und er hat relativ viel überlebt. Perfekt. So, da habe ich jetzt ihm erstmal ein Eisenschwert geschenkt. Weil es ist, wie gesagt, eher das alles teambezogen. Und ja, ich überlege ihm gerade auch noch Goldäpfel zu kaufen. Oder mir eine oder auf eine Fireflower zu sparen. Ich weiß es nicht. Oder sollen wir auch erstmal Gelb vielleicht holen? Ich bin mir nicht sicher, was wir jetzt tun sollten. Weil Gelb ist jetzt gerade richtig aggressiv. Aber die haben nicht die Rechnung mit unserem miesem Equipment gemacht. Yo, da habe ich ihn. Geil. Hier hat auch noch jemand den Flammenbogen. Pass auf. Du schießt auf ihn. Komm. Und Gelb hat auch keine Leben mehr. Es leben nur noch 2. Da renne ich jetzt mal zu ihm. Okay, gut. Ich hoffe mal, er deckt mich jetzt. Kann ich mir trotzdem jemanden hier nehmen? Alter, der hat Flamme. Der hat... Alter! Die haben mich einfach von beiden Seiten geholt. Da habe ich keine Chance. Und die haben auch richtig gutes Equipment. Da muss ich jetzt auch mal nachlegen. Ich überlege gerade einfach alles auf ein Schwert drauf zu ballern. Also da bin ich gerade wirklich am Überlegen. Aber wir sind richtig weit gekommen. Nur grün ist ja auch gerade. Und das sind die, die so... Alter, was haben die für einen starken Bogen? Alter, was ist das für ein Bogen? Flamme 1, Stärke 4 oder was? Okay. Nein. Alter, die haben so starke Sachen jetzt. Egal, ich mache dem kaum Schaden, aber wenigstens etwas, weil da kann ich etwas vorlegen. Ich habe keine Kisten einfach. Jetzt holen die uns zu zweit, weil die immer wieder das Equipment verbessern. Aber, trotz allem, das wird langsam besser hier. Und jetzt gehen die immer wieder mit dem Bogen drauf. Da muss man... Alter, der hat ein Dia-Schwert. Ja, kann ich gleich gerne machen. Nur ich bin leider gerade in der Aufnahme. Und hier wird das jetzt leider nichts. Ich habe zwar hier drin ein Schwert, aber... Es nützt jetzt auch schlecht was. Und ich kann jetzt auch schlecht schreiben. Alter, die haben Dia-Schwert und einfach mal Eisenrüstung. Und es nützt immer noch nichts. Wir werden jetzt auseinandergenommen von denen. Weil die einfach beide zu zweit kommen. Okay. Komm her. Der hat sich da jetzt versteckt.
Also der stärkste, aber der one-hittet mich einfach. Okay, gut. Mann. Jetzt hoffe ich mal, kann ich da noch etwas irgendwie machen? Ah, die gehen jetzt irgendwie defensiv vor. Aha, Creeper. Nein, da hatte mich. Och, nee. Aber das war so knapp. Alter. Ich wollte eigentlich vorher GG schreiben. Jetzt mal schauen, was mein Teamkollege macht. Naja, ah, da haben wir trotz allem verloren. Aber trotz allem, ich fand, das war eine relativ geile Runde. Und die Map ist auch eine sehr neue, noch richtig coole. Ich finde die richtig, richtig Hammer, diese Karte. Ja, und dann sage ich jetzt mal, ich gehe mal in die Lobby, dann sieht man mich besser. Auf jeden Fall, das war richtig knapp. Und, boah, also das war eigentlich, fand ich, die geilste Runde, die ich je hatte in meinen Uhr. Und dann sage ich jetzt mal, wenn dich die Folge gefallen hat, gib einen Daumen nach oben und da ist ein Freund mit. Und ihr könnt mich auch unterstützen, nämlich abonniert. Dann sage ich bye mit, und ihr wisst es schon, bye.